Willkommen zurück zu The Order 1886. In der letzten Folge einiges passiert. Gab vor allem Ärger mit den Halbblütern, mit Werwölfen. Und jede Menge Fragen, die sich auftun. Und ich finde auch, man hat hier in diesem Gespräch, was da am Anfang war, eine ganz schön vielschichtige Welt kennengelernt. Also mit diesen unterschiedlichen Rängen, die es da offensichtlich gibt. Auch die ganze Geschichte, dass er schon angeblich mit Artus zusammengekämpft hat. Also da steckt eine ganze Menge drin scheinbar. Der Rat hat sein Urteil gesprochen. Es gibt nichts mehr zu besprechen, Isabel. Wir sollten wenigstens Informationen sammeln. Die Regierung wird sich darum kümmern. Vater, der Orden darf nicht untätig bleiben und die Halbblüter dulden. Du kannst nicht leugnen, dass etwas Wahrheit in dem steckt, was Percival gesagt hat. Bedenken Sie, wo Ihr Platz ist, Lady Igraine. Wer sind Sie, dass Sie die Weisheit des Rates anzweifeln? Ja, Lord Kanzler. Ja, sie streiten da weiter. Das ist Ihr Vater? Ja. Das ist ja geil. Huh. Strange. Ja, es ist, dieser Rat, dieser Ritterorden scheint sich auch uneins zu sein. Das haben sie aber auch hübsch hier nachgebaut, das Ding. Beziehungsweise mit vielen schönen Details übersehen. Ich habe mich bei dem Gespräch davor mit dem, nicht Constable, sondern mit dem Commissioner, da hatte ich mich ein bisschen gewundert. Erstens, warum hat denn dieser Halbblüter, den sie da gefangen haben, warum hat denn der sich nicht verwandelt und die angegriffen? Er kümmert sich zur rechten Zeit darum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Misi München. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir Lucan. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos, der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lord Kanzler zu Diensten sind? Du bist der Ritterkommandant! Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Wie der Ritterkommandant es wünscht. Und wir gehen rein. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material. Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Igraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Hm? Viel Glück und viel Erfolg. So ein Schlangennest, jeder intrigiert gegen jeden. Ich wollte gerade sagen, das wirkt ja fast ein bisschen wie bei Game of Thrones. Tesla, wie gerufen. Na Jungs, keine Miene verziehen. Guck mal, das ist hier der Nachwuchs und hier die alte Garde mit grauem Bart. Sehr geil.
Nee, krass. Also wie gesagt, das mit dem Werwolf habe ich nicht verstanden in der letzten Folge, dass der sich nicht verwandelt hat. Fand ich komisch. Vielleicht können die das nicht bei Sonnenlicht. Ob die es bei jeder Zeit machen können oder ob es vielleicht dann einfach auch eingesehen, dass es eh nichts bringt. Keine Ahnung. Ich weiß es. Ja. Und das heißt, würde er es schon versuchen, wenn er könnte, wahrscheinlich. Ja, das fand ich halt echt ein bisschen fand ich komisch. Da war noch irgendeine Sache, wo ich auch so dachte, das habe ich nicht ganz verstanden. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lycana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Eltern haften für ihre Kinder. Ich weiß auch wieder, was ich mich gefragt hatte. Und zwar die ganze Andeutung, die sie da zu der Jack the Ripper-Geschichte hatten. Schon auch ein Werwolf, der Jack. Ja, aber das, was mich ein bisschen wundert, ist, dass diese ganze Jack the Ripper-Geschichte für so wahnsinnig viel Aufsehen sorgt in einer Welt, in der es Lycana gibt. Wo man ja denken würde, also schon allein, wenn man sich die Straße da anguckt, das ist ja ein reines Blutbad gewesen. Jetzt hast du diesen einen Mörder, der bringt zwar ein paar Leute nochmal um, aber da die Leute hier scheinen ja viel mehr gewohnt zu sein. Ja, aber trotzdem, das ist ja nicht vergleichbar. Auch wenn irgendwo mal was Schlimmes passiert, ist in manche Morde stechen irgendwie raus. Auch bei uns auch so, manchmal, wenn irgendwas passiert. Ja, aber da laufen halt Lycana durch die Innenstadt. Also. Ja gut, da gibt es natürlich trotzdem Ärger, ist ja auch nicht normal. Schau mal. Ja. Tesla und Martin Edison offensichtlich nicht sonderlich. In echt war es ja ganz anders, das waren dicke Freunde. Die Besten. Nee, aber ich glaube schon, dass es einfach nochmal vielleicht, dass er da die Prostituierten auf diese fiese Weise umbringt. Das eine ist ja nicht zwangsläufig so, dass man da abstumpft, sozusagen, glaube ich. Das ist bei uns ja auch so, weiß ich nicht, wenn da irgendwo mal was Komisches passiert, auch wenn dann tatsächlich nur einer umgebracht wird, aber auf eine komische Art und Weise oder so, ist es egal, ob dann halt woanders dann, also das ist, glaube ich, beeinflusst nicht so stark. Mal gucken, ob wir den nochmal treffen. Den Edison? Nee, den Jack, das der hier cool irgendwie auftaucht in der Geschichte. Das ist so krass, diese ganzen kleinen Details hier, was das für eine scheiß Arbeit immer sein muss, das alles zu machen. Und dann steht es halt nur so eine Ecke rum, um einmal dran vorbeizulaufen. Wie traurig. Ich verstehe kein Wort. Ja? Ich habe alles gemerkt. Hast du alles verstanden? Ich habe schon alles gemerkt. Du kannst mich nachher abfragen. Ah. Eine Penispumpe oder so. Das habe ich jetzt mitgenommen. Eine gigantische Du wolltest sagen, das hast du jetzt bestellt. Ja. Das sieht auch cool aus. Bestelle 3. So, gucken wir, wie sie den Nikola Tesla in diesen ganzen Alternativ-Fantasy-Filmen dann immer einsetzen. Als so der Gadget-Bastler. Ja, genau. Bei James Bond. Naja, das haben sie schon witzig gemacht, das stimmt. Es war doch, wo war das noch mit diesem Zauberer-Film? Mit Hugh Jackman? Ja. Und der war auch cool. Wie ist denn der andere, der Batman-Darsteller? Christian Bale. Mhm. Oh, schau mal, hier ist diese... Der Bogenwerfer. Bogenwerfer. Das war eine coole Waffe. Basteln sie anscheinend noch ein bisschen dran rum. Hoffentlich kriegen wir die später. Ja. Das wird der Tesla uns was erzählen. Bitte, hier entlang. Ich bin doch schon da. Jetzt da aufheben. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Recht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Muss ich da jetzt irgendwas was entdecken? Weiß ich nicht. Ach, da ist lange genug rumgeguckt. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber.
Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Wie viel Mühe Sie sich selbst mit so kleinen Sachen gemacht haben. Hm. So, was soll ich jetzt machen? Okay, dann ist es. Es muss präzise ausgerichtet sein. Jetzt, guck mal, wenn die da drin sind, Kugeln festhalten. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Hier. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Aber was ist denn daran jetzt seine Erfindung? Wenn es schon ein Scharfschützenkarabiner ist? Keine Ahnung. Besonders tolles Fernrohr oder so? Überhaupt ein Fernrohr? Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Achso, meinst du, es war vorher vielleicht komplett ohne Fernrohr? Und trotzdem... Also von dem Test hätte ich trotzdem eine geilere Erfindung, wenn sie es halt noch... Ihr habt über die Bogenkanone so geschossen. Warte mal, komm mal mit. Achso, mit linken Stick gedrückt halten kann man dann... Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot. Aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokula, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Der alte Spanner. Da muss ja bestimmt auch der Frau hinterher gucken. Ich finde es ganz cool, wenn man ihm mal ein Gesicht angesehen hat, dass er so ein bisschen stolz ist. So, dass er stand und so ein bisschen gestrahlt hat, wenn er das gezeigt hat. Das hat er wirklich angesehen. Cool. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denk dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Ja, guck. Ist auch so alt. Hat vielleicht was mit den diesen kleinen Fläschchen zu tun. Der Heiltrank, den sie auch da gesoffen sie heilen, hat. Genau. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Das klingt aber jetzt spannender. Da stand eine Kapelle. Lange unentdeckt zum Krankenhaus. Das war sogar vor meiner Zeit. Ding her ein bisschen, die Stadtmauern standen noch nicht. So ein bisschen manchmal wie Szenen, die man so aus dem Witcher 3 Trailer kennt, ne? Gerade wenn man sie jetzt hier ja, so vor allem so ein dreckiges, so eine dreckige Stadt hat, ne? Düster mit dem auch wie das Licht Nebel. So in den Straßen regelrecht steht. Ja, genau. Also man kann fast, ja, die Luft fast, ist halt so richtig ja, so greifbar. Dicke Luft. Ja. Man kann das fast sehen. Ja, das ist total cool. Witcher 3 sieht auch so geil aus. Ja, bin mal gespannt drauf. Die Systemanforderungen, mein Gott. Ich kaufe mir jetzt auch eben ein paar neuen PC. Das passt sehr gut. Ja, das hat echt krass. Aber es sieht auch echt geil aus. Mhm. Oh, schau mal, hier liegt noch was. Also es gibt jetzt... Ach, schau mal hier. Karl Benz. Auto erfunden. Sehr cool. Es gibt hier die Gauner als Fraktion, so mehr oder weniger. Es gibt diese Rebellion, wo wir noch nicht so genau wissen, wie man die einschätzen soll. Ja. Rebellieren die jetzt gegen das ganze Land oder gegen die ja, genau, Aristokratie? Weiß man nicht. Wir sind ja Teil irgendwie der herrschenden Klasse. Wir sind halt anscheinend so ein Ritterorden, der noch so, wie man auch gesehen hat, ein bisschen über der Polizei steht. Also ja, irgendwie so ein Spezialeinheitenmäßig.
Und die arbeiten anscheinend irgendwie mit dem Adel zusammen. Hat man in dieser Ratssitzung gesehen, mit diesem Lord Darwin, Lord Douglas. Da waren dann aber auch die Peers vertreten. Ja, genau, diese drei waren das ja, die Peers. Genau, das war nicht das irgendwie der Adelsstand anscheinend. Es ist halt die Frage, ob das die Welt hier, ob das schon ob das schon so ist wie in Großbritannien damals, also schon quasi, was ist das, parlamentarische Demokratie, oder? Wo quasi König ist immer noch Oberhaupt, aber parlamentarische Monarchie meinst du? Oder? Parlamentarische Monarchie. Genau, ja, aber genau. Der König ist eigentlich nur noch repräsentativ. Das ist noch nicht so ganz raus, ne? Wie das hier aufgebaut ist. Ich würde davon ausgehen, dass das größtenteils ähnlich ist. Halt. Der Ritterorden hat zusätzlich da drin und hat diese technischen Veränderungen, die gesellschaftlichen halt mit der Rebellion und den Lykanern. Er macht erstmal Päuschen. Richtig so. Oh. Ups. Die denken auch so, was macht der eigentlich? Wir wollen hier zum Krankenhaus und der. Der sondiert erstmal die Lage. Und wandert, ja, das, so kann man es auch erklären. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Ich hab's ja nicht eilig. Ist hier noch was? Liegt dir sowas eigentlich irgendwie. Oh, schau mal, da hinten liegt was. Kommst du irgendwie durch? Kannst du. Nee, ich kann aber nicht. Nahkampf angriff in einem Dreieck oder nee. So? Nein. Gar nichts. Okay. Ich kann ja nicht mal. Ich kann nicht mal rennen. Doch, ich kann so ein bisschen rennen, aber das ist ja alles noch so Erkundungsmodus. Ja, zur Tür. Vielleicht kommt man von hinten durch. Percival wartet ja schon. Finde ich cool übrigens. Ja, das wäre anders, als man denken würde, ne? Man würde vielleicht so den Alten als den konservativsten sehen, aber der scheint. Verstanden. Der scheint das genaue Gegenteil zu sein. Ja, ist noch ordentlich auf Zack. Ja. Hier entlang, Monsieur. Na guck, jetzt geht's da oben weiter. Oh, das kann nur der Franzos. Die Brettsprecher. Ich würde sagen, es hat so lange gebummelt. Die Asche jetzt ist Zeit für eine kleine Raucherpause. Ja, für eine Raucherpause. Ihr könnt kurz rausgehen, eine rauchen. Wir machen auch eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und schleichen uns hier zum Krankenhaus. Genau. Also bis dann. Whitechapel. Ciao.